Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier. Heute stelle ich euch Motorblast vor, das seit kurzem zum Einführungspreis von 89 Cent als Universal App für iPod Touch, iPhone und iPad zum Download bereitsteht. Bei Motorblast handelt es sich um einen knallharten Erwachsenen-Racer, der aber irgendwie auch an den Nintendo-Klassiker Mario Kart erinnert. Motorblast stammt übrigens von dem deutschen Entwicklerstudio Mad Processor, welches schon das im App Store mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertete Über-Racer 3D entwickelt haben. Einzelspieler fahren in Motorblast im Kampagnenmodus. Hier dürft ihr in über 60 Missionen eure Racer-Künste beweisen. Für einen Sieg erhaltet ihr 4 Sterne, für den zweiten Platz 3 und für den dritten Platz 2 Sterne. Habt ihr genügend Sterne gesammelt, schaltet ihr ein weiteres der über 60 Events frei. Etwas schade ist, dass sich die Events nicht allzu sehr voneinander unterscheiden. Häufig fahrt ihr die gleiche, nicht allzu komplizierte Strecke, jedoch nur mit anderen Vorgaben. Mal dürft ihr ein Rennen nur ohne extra Einsatz absolvieren, mal stehen euch nur Minen zur Verfügung, in anderen Missionen dürft ihr nur auf Turbo Boost zurückgreifen und so weiter und so fort. In manchen Rennen steht euch aber auch das ganze Arsenal an Extras zur Verfügung und dann mutiert Motorblast zu einer wahren Schlacht wie auch bei Mario Kart, nur eben nicht ganz so comichaft. In Motorblast werden Raketen geschossen, Uzis rausgeholt, Stahlpanzer umgeschnallt und EMPs gezündet. Allerdings müsst ihr während der Rennen gehörig aufpassen, denn euer Fahrzeug kann auch komplett zerstört werden, sodass ihr aus dem Rennen ausscheidet. Neben dem Einzelspielermodus bietet Motorblast auch einen Mehrspielermodus. Hier könnt ihr eure Freunde via Game Center zu einer Runde einladen. In Sachen Steuerung setzen die Entwickler auf Bewährtes. So könnt ihr euer Gefährt durch Neigen eures Gerätes nach rechts und links lenken oder auf Wunsch auch durch das Bewegen eines Fingers über den Touchscreen. Beide Varianten funktionieren recht gut, auch wenn mich das Fahrverhalten beispielsweise in Beach Buggy Blitz, aber auch dem letzten Need for Speed Teil mehr überzeugt hat. Mir persönlich hat die Cockpit-Perspektive in Kombination mit der Neigesteuerung sehr gut gefallen. In Sachen Technik gibt es ansonsten wenig zu meckern. Grafisch ist Motorblast ein echtes Brett und überzeugt mit tollen Fahrzeugmodellen, scharfen Texturen, einer flüssigen Grafik und netten Effekten. Sehr ansehnlich ist vor allem auch das Schadensmodell. Längst nicht jeder Racer kann mit so einem aufwarten. Allerdings dürfte die Geschwindigkeit auf den recht breiten Strecken doch etwas höher sein. Mein Fazit. Motorblast ist ein toller Rennspielspaß, der eine gelungene Mischung aus Mario Kart und realistischer Grafik bietet. Schwächen bietet der Titel im Detail. So könnte Motorblast mehr Steuerungsoptionen und mehr Strecken bieten. 7 sind auf Dauer doch etwas arg wenig, zumal diese sich nicht gerade allzu sehr unterscheiden oder vor Originalität strotzen. Aber vielleicht liefern die Entwickler ja auch per Update ein wenig Nachschub. Punkten kann Motorblast aber vor allem mit dem Mehrspielermodus, in dem richtig die Post abgeht. Auch wenn jetzt zum Start noch wenige Spieler online sind. Zum Start könnt ihr die App für 89 Cent erwerben. Wie gefällt euch denn Motorblast? Schreibt es doch in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.